Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir würden gerne auch in die Stadtgesellschaft eine inhaltliche Botschaft ausstrahlen zu den Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, zu den Tarifauseinandersetzungen. Dazu gibt es eine Resolution, die ist eine ganze Seite lang. Ich würde euch einen der Punkte, der wichtigen Punkte, kurz vorlesen und würde euch bitten, wenn ihr da mitgehen könntet, gemeinsam diese dann zu beschließen. Während des Lockdowns waren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die Gesellschaft zusammengehalten haben, das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, das unter erhöhtem Risiko, Infektionsrisiko, die medizinische Versorgung sichergestellt hat, die Kolleginnen und Kollegen von der Müllabfuhr, die Straßen sauber gehalten haben, oder die Beschäftigten in den Kindertagesstätten, die Notfallbetreuung für diejenigen organisiert haben, die ihre Kinder nirgendwo anders hingeben konnten. Aus Sicht der Linken ist es unerträglich, dass sie alle über Monate als systemrelevant beklatscht wurden und ihre Forderungen jetzt als überzogen verunglimpft werden. Wir sagen, wer systemrelevant ist, der soll auch anständig bezahlt werden. Es ist darum eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung um Verteilungsgerechtigkeit und um die Frage, was uns öffentliche Daseinsvorsorge, was uns Betreuung unserer Kinder, die Pflege in Altenheimen, in Krankenhäusern oder in öffentlichen Müllabfuhr wert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, Sie haben es verdient, unsere Unterstützung zu kriegen in der Auseinandersetzung, und lasst uns die Forderungen von Verdi, GEW, GDP und IG Bau und DB Beamtenbund gemeinsam solidarisch unterstützen.